Gut, also ganz wichtig, es geht heute um nichts. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt kein gut und kein böse. Es geht darum, irgendwie das Studium mal ein bisschen anders zu betrachten, ein paar neue Sachen auszuprobieren, zu experimentieren, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht macht. Es ist gestattet, die Bilder von den anderen auch zu bearbeiten. Also darauf müssen wir uns gleich am Anfang einigen. Künstler mögen das normalerweise nicht, aber wir überwinden uns und machen das, weil dem anderen ins Bild zu zeichnen oder zu sagen, ich zerschneide das jetzt mal und die eine Hälfte klebe ich dahin und die andere klebe ich dahin, das muss okay sein. Also man muss so ein bisschen die Autorenschaft an die Gruppe abgeben. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir hier sind und warum wir diese Thinking Hands machen, weil wir festgestellt haben, dass durch das gemeinsame Zeichnen Ideen zusammenkommen und daraus neue Ideen, neue Fragen und neue Dinge entstehen. Sucht euch was aus und es wird nach kurzer Zeit so sein, dass es überall verteilt ist und es wird dann immer so rumgehen und fragen, kann ich mal den Grünstift haben? Wir werden sehen, was wir brauchen. Das zeigt sich immer so ein bisschen, was man tatsächlich, was viel benutzt wird und was nicht. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Das wäre doch witzig, das steht wieder so drauf. Das wäre echt cool, das ist die perfekte Haltung. Das ist einfach dieses Herausfallen aus dem Trubel des Hörsaals und dann alleine 3 Semester lang mit den eigenen Gedanken sein. Also es ist eigentlich symbolisch dafür, dass wir alle im selben Boot sitzen und durch Corona auch so ein bisschen Zusammenhalt gefunden haben. So eine Collage zusammenfügen zwischen so Gedanken und Kreativität. Ich kann das noch nicht so ganz in Worte fassen. Mein Gedanke dahinter war halt, dass wir irgendwie näher zusammen sind, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache einfach sehr viele Menschen drauf, die sich alle sehr nah sind, aber nicht berühren. Okay. Und heute versuche ich einfach mal Hirn aufs Blatt schmeißen und mal gucken, was dadurch rauskommt. Diese bekümmerte Person fängt an, sagen, die Nähe zur Natur wieder aufzusuchen. Ich bin immer so jemand, ich sage, ich kann nicht zeichnen, ich lasse es mit der Kunst eher. Aber ich habe gelernt, dass es nicht so sehr darum geht, wie man zeichnen kann, sondern das, was man tatsächlich erschafft. Vielleicht auch ein paar Sachen aus einem anderen Blickwinkel mal betrachten. Das war auf jeden Fall sehr interessant, dass jeder auch eine persönliche Sicht auf verschiedene Bilder dann auch hat. Uns hat es gut getan, mal ein bisschen was Kreatives zu machen. Genau, nicht immer so fokussiert nur auf das Wissenschaftliche. Also ich wusste nicht, was mich erwartet, aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ja.